Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Purpur DLC 2, die Nico-blaue Scheibe. Ja, oh mein Gott. Ich habe gestern im Discord-Talk gefarmt von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. 12 Stunden. 21.490 BP. Das ist natürlich jetzt eine Ansage, ich kann euch auch ein paar kleine Tricks sagen. Normalerweise sollte man das mit Freunden machen. Ich habe keine Freunde. Ich habe das ganz alleine gemacht. Und naja, auch da gibt es natürlich ein paar Tricks. Hier zum Beispiel eine Kombo. Mach im Küstenareal ein Foto vom wilden Pokémon, fotografieren wildes. Kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Genauso wie Distanz, Quest plus Item Quest. Sammle 10 Items auf. Kann perfekt mit der Distanzquest kombinieren. Fange ein wildes Pokémon. Fange ein wildes Stahl-Pokémon. Die kann man auch super kombinieren. Genauso wie Terra-Kristallisiere ein Pokémon. Greife ein Pokémon von hinten an. Ich weiß jetzt, wie das geht. Man muss sich anschleichen. Wirklich dann Z drücken im richtigen Moment, wenn er einen nicht sieht. Und dann zählt das. Also man kann wirklich Quests kombinieren und wenn man 10 gemacht hat, kann man halt Spezialquests machen und dann geht das relativ schnell. Ich sag mal so, es war alles spaßiger als bei Insel der Rüstung von Pokémon Schwert und Schild, der erste DLC. Es war nicht spaßig, aber wenn man eben halt eine Community hat und man quatscht nebenbei oder hört geile Musik, dann ist das schon okay. Kann man mal machen. So. Ich hoffe, die 20.000 reichen, wenn nicht. I mean, wir müssen hier nur alles erkunden, ne? Aber das ist auf jeden Fall jetzt schon mal gut. Wir werden das jetzt auch tatsächlich alles aufbrauchen. Also da habt ihr jetzt einen kurzen Guide, wie ich das gemacht habe und wie ihr schnell an die BP kommt. Okay, das ist der PC der Liga AG. Ja, Mentor einladen mache ich auch noch, aber erstmal wollen wir das natürlich vervollständigen. Machen wir das Wichtigste zuerst. Ich weiß auch schon, wer das ist. Ich will jetzt natürlich noch nicht verraten, dafür muss man aber alle anderen eingeladen haben und das ist auch ein bisschen tricky, aber es ist ein Topic für ein anderes Video. Machen wir erstmal das Wichtigste hier. Wir wollen die Vielfalt an Pokémon im Polarareal erhöhen. Für die Anpassung der Umweltbedingungen benötigen wir aber jede Menge BP. Daher bitten wir um Spenden. Terry Burgard oder was? Are you okay? Buster Wolf! Von King of Fighters. Hi, ich bin Terry von der Kuppel AG. Danke für deine Unterstützung. Durch deine Spende sind wir in der Lage, die Umweltbedingungen der Kuppel zu optimieren. Der BP, die du uns diesmal geschickt hast, konnten wir einiges bewirken. Wir haben das Ökosystem des Polarareals verbessert. Dort kannst du nun Plinfer und andere neue Pokémon antreffen. Die Pokémon, die da spawnen, sind keine legendären, wie ich es ursprünglich vermutet hatte, sondern alle Starter-Pokémon. Es wird witzig, wenn wir die random antreffen, wenn wir das alles erkunden. Versuchen wir die doch da auch zu fangen, würde ich sagen. Jetzt kommt das Canyon-Areal. Terry wieder, vielen Dank. Jo, bist richtig spendabel. Wir haben das Ökosystem des Canyon-Areals verbessert. Dort kannst du nur Flammiau und andere neue Pokémon antreffen. Yes! Sehr schön. Dann machen wir es gleich noch im Küstenareal. Da gibt es angeblich auch einen Milueta zu fangen unter bestimmten Bedingungen. Ganz, ganz wild. Gucken, ob ich das hinkriegen werde. Gucken wir natürlich alles in Ruhe. Terry von der Kuppel AG wieder mal. Boah, bist du rich. Wir haben jetzt auch das Ökosystem des Küstenareals verbessert. Dort kannst du den Chimpep und andere neue Pokémon antreffen. Das sind ja immer die Starter-Pokémon, die tummeln sich dann in den unterschiedlichsten Binomen. Das letzte noch voll. Sind wir schon 12.000 los. Yikes. Aber das andere ist wahrscheinlich nicht so teuer. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Terry, wieder. Jo, jetzt haben wir alles fertig. Fertig wie ein Reddich. Jetzt haben wir auch das Ökosystem des Savannenareals verbessert. Jetzt kannst du auch Glumanda, ein richtiger OG, und andere Pokémon treffen. Cool. Glumanda und Shigi.
oder Shigi im Polarbereich. Das war das Polarbereich, ne? RIP. Warum ist Glumanda im Polarbereich? Naja. Whatever. Hilf uns mit individuellen Wurfstilen. Das ist der Pit. Wolltest du deine Pokémon schon immer auf individuelle Weise werfen? Gegen eine kleine Spende kannst du mir in der Entwicklung neuer Wurfstile helfen. Okay. Danke für die Unterstützung, Jessie. Wollen wir an ein, zwei oder neuen Wurfstilen arbeiten? Alles klar. Mit dir darüber zu sprechen, hat mir wirklich geholfen, etwas Passables auszuarbeiten. Wenn du deinen Wurfstil ändern willst, wende dich einfach wieder an mich. Guck, wie viele Wurfstile der überhaupt im Angebot hat. Im Angebot? 300 BP. Wurfstil eines Ex-Champs. Gala-Stil. Okay. Das ist von dem Champ aus Gala, der mit dem Glurak. Wahrscheinlich. Interesting. Danke für die Unterstützung. Yo, kennst du noch den Champ aus Gala? Nee, kennst du nicht mehr? Ja, jetzt helfe ich dir ein bisschen auf die Sprünge. Wurf sie ändern willst, ne? Weißt ja. I'm the man. Oh Gott. Ah, das war's aber schon. Können wir mal ändern? Jedes Mal, wenn man es ändern möchte, muss man wieder 10 zahlen. Was ist denn das für ein Schmutz? Ich habe es jetzt extra freigeschaltet und ich sehe ja nicht mal wirklich, wie das dann letzten Endes aussieht. Was einfach nehmen vor Ex-Champ. Alles klar, halt den Ball mit all deiner Kraft und dann zack. Das sieht absolut bescheuert aus. Ich will den nicht. Den Gala-Stil, das sieht voll scheiße aus. Jetzt mal ernsthaft. Sorry, muss ich leider nochmal ändern. Gefällt mir absolut nicht. So, das ist voll unfeminin. Passt doch gar nicht zu unserem Charakter. Ach so. Nee, nix, ach so. Normaler Stil ist jetzt neu, der ist da oben. Der hatten wir vorher. Ninja, Pirouette, lässig, elegant. Elegant passt vielleicht. Sonst Pirouette? Ja, das finde ich cool. Das finde ich cool. Das passt. So können wir es lassen. Gut, haben wir die Wurfstile auch schon alle? Tester für den Itemdrucker gesucht. Wir arbeiten an der Entwicklung eines Itemdruckers, der Items aus Pokémon-Materialien herstellt und suchen Personen oder Gruppen, die ihn für uns testen wollen. Let's try it out. Theora. Oh, hallo. Wir sind die Wissenschafts-AG. Das ist das erste Mal, dass wir Unterstützung erhalten haben. Ich mache mich sofort auf den Weg zu dir. Ich bleib dann hier. Oh, die Maschine sieht irgendwie cool aus. Vielen Dank, dass ich bereit erklärt, das Itemdrucker zu testen. Ich bin Mitglied der Wissenschafts-AG, auf den Konto Entwicklung dieses Geräts geht. Und wo alles noch neu ist, bin ich gekommen, um die Bedienung des Druckers zu erklären. Gut. Da will ich dir mal zeigen, was mit dieser Maschine auf sich hat. Man gibt einfach einige Pokémon-Materialien hinein, sowie ein paar BP, und dafür erhält zwei Items. Warum ausgerechnet wieder BP? Der Itemdrucker ist ein Gerät, den du Pokémon-Materialien in Items umwandeln kannst. Pro Nutzung kannst du eine Sorte Items bekommen. Die exakte Mechanik darunter unterliegt jedoch strikter Geheimhaltung. Wir sind nämlich gerade dabei, ein Patent darauf anzumelden. Doch das muss dich nicht weiter interessieren. Entscheidend ist, dass du Pokémon-Material in dieses Gerät gibst, um Items drucken zu können. Fantastisch, oder? Unser eigener 3D-Drucker! Ist wirklich kinderleicht und aufregend. Ich bin jetzt mal total gespannt, welches Item am Ende rauskommt. In diesem Sinne, möchtest du den Item-Drucker mal ausprobieren? Aufrüsten? Ah. Okay, machen wir erstmal weiter. Was kostet ja auch wieder BP? Will ich jetzt erstmal nicht. Hey, ihr Profi-Fotografen. Wir haben eine neue, tolle Funktion für eure Kamera-App. Tausch gegen ein paar BP. Kann ich euch zeigen, wie ihr einen Dekorrahmen benutzen könnt. Machen wir mal.
Hey, vielen Dank, Jessie. Ich bin Cammy von der Foto AG. Die Foto AG hat etwas Neues entwickelt. Die Deko-Rahmenfunktion. Damit kannst du deine Fotos schon während der Aufnahme verzieren. Ich schicke dir gleich meine Dateien und eine Anleitung dazu. Pokédex-Rahmen, Fokuslinien, Tagkristall und Andenken. Okay. Drücke bei der Nutzung der Kamera einen Plus-Knopf, den ich nicht besitze, um einen Dekorrahmen aus... Ja, okay, kann ich nicht machen. Mit dem GameCube-Controller. Toll. Klasse. Neuer Rahmen. Oh, ich will das nicht. Aber mir funktioniert ja nicht, eh nicht. Mit meinen Dings. Es funktioniert ja eh nicht. Oh, was ist das kacki? Komm, kauf von ihm Musik. Eure Music AG hat eine fantastische neue Playlist zusammengestellt. Kitakami Flair. Im Tausch gegen ein paar lausige WP könnt ihr jetzt die Lautsprecher durchballern. Hol mal die Musik lieber. Hey Jessie, danke für die neue Hilfe. Du kannst jetzt noch mehr Songs auf den Smart Speaker abspielen. Kitakami Songs aus der ersten DLC. Viva la Vista! Hey Jessie, du bist echt sozial. Jetzt kannst du richtig neue geile Lieder ballern. Okay. Städtetrip. Wahrscheinlich von den ganzen Stadt-Themes. Finde ich richtig geil, weil die Stadt-Themes fand ich am besten tatsächlich. Von allen Tracks im Spiel, Galafosa City und so. Richtig gute Tracks. Wanderlust. Wahrscheinlich von dem Berg aus Paldea und so. Das war auch ein cooler Track. Können wir gleich mal auschecken. Aber erstmal kommen jetzt noch die Special Hits. 250. Jesus Christ. Yo, jetzt hast du alle Songs. Jetzt hast du Spotify Premium. Geil. Nicht geil. Ich bin immer noch oldschool. Ich habe nur alles auf einem MP3-Player. Neue Designs für den AG-Raum. Antikes Design, futuristisches Design. Die Kunst-AG kann dir dabei helfen, den AG-Raum einen neuen Anstrich zu verfassen. Sieht man laut unser Thema Lauf der Zeit. Wenn ich bei uns für eine frische Ästhetik. Ganz schön teuer, ne? Herzlichen Dank für deine Unterstützung. Für meine Kunst-AG. Ich kann dir eine neue Gestaltung eures AG-Raums helfen. Erlaube mir, dir eine Option für die Renovierung eures AG-Raums zu präsentieren. Okay. Vervollständigen wir auch nochmal, würde ich sagen. Hat den auch schon mal weg? Danke für die Unterstützung. Jetzt gibt es noch mehr Renovierungsoptionen. Düsteres Design, niedliches Design. Ich habe gehört, es sind alles Easter Eggs an Einall. Prunkvolles Design. 600! Can't believe I've done this. Jetzt hast du richtig das geilste Design. Jetzt hast du alles. Was kostet das? Oh, 300 BP jedes Mal. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Na, komm, Mama, die auch voll gerade. Bringt uns zwar nichts, aber ich mach's voll. Wir haben neue Dekorräume entworfen. Ich schicke dir meine nötigen Details. Herzchenrahmen. Vielleicht schließt ihr mal irgendwann Joy-Cons und zeige euch das. Flugfunktion muss ich euch ja zeigen. Zumal es ein Secret gibt mit der Flugfunktion, die mit dem Orb zu tun hat. Ist jetzt nicht bahnbrechend oder so. Aber spätestens da werde ich es euch zeigen. Knüsselang, Draco Meteor, Flackerbrand, Enigma TV. Enigma TV. Wie viel Support Enigma noch bekommt. Heftig. Vielen Dank für die Unterstützung. Die Foto-AG hat was Neues entwickelt. Die Fotobearbeitung. Jetzt kannst auch du deinen Beauty-Filter verwenden. Und bei Instagram ein Star werden. Ich hab's aus Versehen weggedrückt. Naja. Anvisierfunktion.
Es geht an alle Leute, die Pokémon gerne mit Hilfe der ZL-Taste anvisieren. ZL, ne? Die ich nicht besitze. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich schicke dir mal ein Update. Cool. Wenn du ein Pokémon anvisierst, das du bereits gefangen hast, kannst du mir Informationen über es erhalten, wie Geschlecht, Größe und ob es ein Zeichen hat. Ja, mit den Zeichen habe ich mich auch schlau gemacht. Titanenzeichen. Da muss man 7-Sterne-Raid Pokémon gefangen haben. Ich mache ja Raids nie, also werde ich das nicht machen. Gab ja mal irgendwie Mewtwo 7-Sterne-Raid, Glurak 7-Sterne-Raid. Habe ich nicht gemacht. Aktuell gibt es die auch nicht. Von daher kann ich das sowieso nicht machen. So, renovier mal, Kumpel. Ja, ich gehe dir zur Hand, ne? Schwarz-Weiß-Design. Ich glaube, das ist das mit den Ein-Ei-Easter-Eggs. Das checken wir mal aus. Ich werde euch alle Designs zeigen, das ist ein bisschen nervig. Weil das halt BP kostet, aber ja. 100% Let's Play. Guck, da ist das Riesenrad aus Ein-Ei. Wo mit N drin saß. Sieht schon ganz cool aus, ne? Das ist monochrom. Das hat irgendwie was. Was sagt sie jetzt? Ich habe eine Frage an dich, Jesse. Woher kennst du Jo? Von der Exkursion? Kitakami? Von solch einem Ereignis wusste ich nichts. Doch ich erinnere mich, dass er in Kitakami war, bevor er sich verändert hat. Ich wollte herausfinden, wo er Jos überall verrührt, wenn es um dich geht. Aber es scheint nicht daran zu liegen, wie ihr euch kennengelernt habt. Meine Frage wäre ja damit beantwortet. Vielen Dank. Da wollte ich doch mal schauen. Special Hits. So geil ist das Jubeldorf. Okay. Also das ist auf jeden Fall aus Black and White. Oh nee. Das war bei der Top 4 mit Kai. Der Track. Oh Gott. Schnell weg. Hola, ciao und hallöle. Ja, das ist viel vor Enigmara. Eröffnungsnummer. Klingt auch ganz cool. Ich frage mich. Academy Adventures. Okay. Westliche Zone. Brutzelwüste. Ah, okay. Das ist der schöne Track. Mit dem Eisberg in Paldea. Den finde ich richtig gut. Den habe ich so auch runtergeladen in meiner Playlist. Den finde ich richtig gut. Städtetrip. Hier sind natürlich die ganzen krassen Banger. Gut, hier natürlich noch nicht. Also, wollt ihr mich verarschen? Die besten Städte sind nicht dabei. Die besten Städte sind nicht dabei. Okay, hier sind gar keine Banger. Hä, wieso machen sie denn nicht hier Galafrosa City und so da rein? Ah, hier sind die wahrscheinlich, ja. Hier sind die Banger. Kaideosee, mystisch. Aber hier sind die besten. Das finde ich auch so gut. Ja, die drei Tracks sind die besten Tracks aus Pokémon Purpur. Finde ich. Richtig gut, ey. Kitakami Flair, Midorium, Maskenfest. Oh Gott. Auch schön, ne? Schöne Tracks.
Aber wenig. Ganz schön wenig. Ja, Viva La Vista, meiner Meinung nach das Beste, was das Spiel im Angebot hat. Sehen wir ihn jetzt. Oh, ich finde die alle so gut. Ich würde sagen, Garfosa City ist mein Lieblingstrack. Oh, ja. Ja, das ist der Beste. Oh, so schön. Good Vibes. Komm, den nehmen wir jetzt. Oh, ich liebe diesen Track so sehr. Ich liebe diesen Track so sehr. Du, 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 du. Ja, hier ist die Brücke aus Pokémon Black and White aus Unova. Richtig cool. Der Bildtitel lautet die Himmelsfallbrücke. Darüber zu laufen fühlt sich sehr toll an. Manche vermuten jetzt, dass es ein Remake gibt zu Ein All. Ich finde die Vermutung einfach Quatsch. Wäre natürlich cool, wenn es ein Remake geben würde, würde ich vielleicht sogar Let's Playen. Sehr wahrscheinlich sogar Black and White schon so lange her. Aber nur weil es jetzt hier irgendwelche Easter Eggs gibt, heißt das doch noch gar nichts. Wir sind ja jetzt in Ein All. Siehst du ja in der Story, dass die Blaubeerakademie ein Einall ist? Von daher ist doch klar, dass die Einall-Easter Eggs existieren. Sorry, ich möchte jetzt nicht diejenige sein, die eure Hoffnungen zerstört. Aber das ist doch absoluter Quatsch. Jetzt zu sagen, oh ja, es wird ein Remake geben. Wir sind in Einall. Natürlich machen die Einall-Anspielungen. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Aber ja. Wahrscheinlich kommt irgendwann ein Remake, aber warum soll es denn jetzt sofort kommen? Was ist mit Heart Gold, Soul Silver? Die könnten genauso geremaked werden. Johto. Johto hat auch noch keinen Remake bekommen. Deswegen einfach abwarten. Wäre cool. Aber es confirmt halt nichts. Hier ist die Black City, White Forest. Titel des Werks laut Stadt und Wald. Faszinierender Kontrast. Ja. Cool, cool. Echt. Was sagt die noch? In Zebra ist ein schwarz-weißer Raum nur schwer auszumachen. Total süß. Ja, jetzt sieht es wenigstens nicht mehr so fitnessmäßig aus. Der erste Raum ging ja gar nicht. Riesen Fernseher. Okay. Wusstest du, dass Panzer Evo nur sehr wenige Schwachstellen hat? Das macht ihn sehr robust. Was denn hier? Das ändert irgendwie an Friometri, ne? Das Windspiel. Ha. Huh. Ganz schön, der Raum. Levi, raus damit! Was hast du da im Hintergrund schon wieder für eine Sache abgezogen? Oh wow, das kam jetzt echt was plötzlich. Was denkst du, dass ich das getan hab? Ich krieg Kopfweh, wenn ich das erklären muss. Irgendwann mit Jesse. Ist da was los mit Jesse? Du bist auf die richtigen Trichter. Komm schon, weiter so, streng dich an. Und ihr wolltet, dass ich in die Liga gehe, wieder wie früher und Jo helfen und... Wow, nicht übel, es ist fast geschafft. Ja, ich geb auf, keine Ahnung. Ich stehe schon wieder auf den Schlauch, du kennst mich doch. Nur schade, du warst so nah dran. Jedenfalls sollst du aufpassen, dass du nicht ständig den Bösewicht spielst. Sonst halten dich die Leute irgendwann wirklich für den Bösen. Wenn du das nächste Mal sowas aussteckst, sprich es vorher mit mir durch, okay? Das ist gewohnt, werde ich machen. Was hat er ausgehackt? Muss ich nicht verstehen, oder? Hey, Jesse, kochst du eigentlich gern? Ja, ich sag mal ja. Vielleicht gibt er uns was. Wirklich? Das freut mich. Kein Wunder, dass du das feurig scharfe Sandwich easy hingekriegt hast und nebenbei noch Tabasco gesoffen hast. Für mich gibt's nichts Besseres als das Kochen. Ich schlepp schließlich nicht umsonst immer eine Pfanne mit mir rum. Meine Family führt ein Restaurant. Weißt du wo? Nee, weißt du nicht? Ja, vielleicht warst du ja schon mal dort. In Paldea. Und ich will jetzt irgendwann übernehmen. Eigentlich bin ich auch an der Akademie, weil der Director auf mich aufmerksam geworden ist. Und er hat mich da angeworben. Deshalb war ich total aus den Socken, als ich deine Kämpfe gegen Jo und Levi gesehen habe. Die beiden waren mit Feuer und Flammen bei der Sache. Voll Leidenschaft. Schon krass, wie sehr Pokémon-Kämpfe die Leute mitreißen können, oder? Vielleicht muss ich die Glut in meinem Herz auch mal wieder ein bisschen öfter entfachen. Okay. Jo, Jesse. Wie geht's der Leiterin unserer AG heute so? Wie meinst du das? Meint er mich oder was?
Oh, ich das nicht erwähnt, der Champ der Blaubeerliga hat gleich 10 Jahre in der Liga sagen. Na geh, starke Sache, oder? Jetzt bin ich schlauer. The more you know. Sorry, hätte ich dir längst erklären sollen. Naja, jetzt weißt du, wie ich's Bescheid. Und keine Sorge, du bist nicht allein, auf dich allein gestellt. Wir helfen dir, wo wir können. Weil sie noch stärkste war, habe ich mich knallhart geweigert, mich wie ein Champ zu verhalten. Hatte einfach keinen Bock auf die ganze Arbeit. Deshalb haben wir Top 4 die Pflichten des AG-Leiters einfach unter uns aufgeteilt. Also, keine Sorge, dein Bro Levi ist für dich da. Wenn du als Leiterin zu viel um die Ohren hast. Ja, okay. Nice to know. Könntest ja auch für mich mal hier in die Sachen investieren, ne? Checken wir mal die Maschine aus. Willst du mit der Itemdrucker Items drucken? Ja. Machen wir mal. Hä? Ach so. Ach so. Okay. Okay. Also man muss Pokémon-Materialien verwenden dafür. Und dann? Was dann? Kriegt man ein random Item oder? Ja, ein Äther. Wow. Ist das RNG oder kann man das irgendwie beeinflussen? Ich weiß absolut RNG. Ja, Pepek-Feder, habe ich richtig viele von. Können wir gerne mal. Ja, können wir gerne mal so machen. 28. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Kostet leider auch BP, ne? Ich predikte, wenn man 10 Items gedruckt hat, dass man das aufrüsten kann. Das wollen wir natürlich auch zeigen und machen. Okay. Calcium, Terschück, Drache, Magnet, Finsterstein, nice. Das ist halt ein bisschen RNG, ne? Wie so eine Item-Lotterie. Ha. Huh. Kann auch mal eins mit 1000 machen. Hier Monozyto-G habe ich auch ganz viel von. Vom Farmen. Machen wir es mal. 50 BP. Na gut. Ich hatte über 20.000, jetzt waren nur 5.000. Natürlich ein bisschen doof. Aber so ist das nun mal, ne? Oh, shit. Düster Umhang. Ja, moin. Goldkronenkorken. Ein paar Sachen zum Verkaufen. Riesennugget. Riesenperle. Nett. Also da hast du wahrscheinlich die besten Chancen, wenn du immer das auf 1000 machst. Ich frage mich, ob man das jetzt verbessern kann. Aufrüsten. Oh nee, du doofe Kuh. Oh, ist das kacki. Warum? Wie oft denn? Warum sagt die das denn nicht? Na egal, machen wir es einfach. Da habe ich nicht genug von. Habe ich nicht vor engem Material noch irgendwie über 100 oder so? Ja, Bummelzer. Let's do it! Ja, wie oft soll ich den verwenden? 100 Mal? Come on, oder muss ich 10 Mal den verwenden? 10 Mal drehen. Schwierig. Machen wir es einfach. Schön's witzig. Man sieht da mal so ein bisschen Gacha-mäßig, was man da bekommen kann. Triebherrscher Kampf, Münzamulett, noch eins. Nicht schlecht. Und ja, wir brauchen noch Geld, leider. Ich habe mich da auch schon informiert, das war im nächsten Part. Die Schule in Paldea, die Traumakademie, da gibt es jetzt neue Quests. Na komm, machen wir noch eine Runde. Ja, dann werden wir das hoffentlich auch bald aufrüsten können. Das kostet wahrscheinlich da auch nochmal
600. Was wollen wir denn sehen? Knackleonschale. Der ist schon voll. Interessant. Von manchen Materialien braucht man scheinbar nicht so viele von. Weiß ich jetzt auch nicht, woran das liegt. Das ist komplett RNG. Finde ich mal ganz cool, wenn man so ein paar seltene Items draus zieht. Sieht jetzt nicht so gut aus, die Ausbeute. Zuckerherz. Was zum Geil ist das? I don't know. Komm, einmal machen wir noch. Habe ich noch über 100? Ja. Sesokitzer. Boah, brauchen wir noch viele von. Mm. 112, Leute. Einfach weg. Einfach weg. Hat die Musik so cool, ne? Von Galaforsa City. Holt euch einfach nur das. Da habt ihr die besten Tracks. Mehr brauchst du nicht. Oh! Viele seltene Gegenstände. Ich glaube, die Silbernen sind eher so mittelselten. Das Graue ist gar nicht selten und das, was da so richtig leuchtet, ist super selten. Luftballon, Metallmantel. Okay. Cool. So, kann ich das jetzt aufrüsten oder? Bist du immer noch unzufrieden mit mir? Was ist los, Girl? Ah, 200. Ist okay. Ich muss nur hier an die Schraube drehen und diesen Hebel nach unten drücken, etwas Öl. Das ist ein super Ball. So, fertig. Dank der Aufrüstungszucker sind nur weniger. Sind jetzt weniger Pokémon-Trail und BP nötig. Toll. Okay. Bisher habe ich den Doppel-Item-Bonus hinzugefügt, durch den mitunter die doppelte Anzahl Items gedruckt wird. Ha, mit der Leistungsfähigkeit hast du jetzt zwar nichts zu tun, aber ich habe dem Gerät auch noch einen neuen Superball-Look verpasst. Klasse, oder? Aha. Kann man nochmal aufrüsten? Oh, nee. Ach, Kinders. Gut, dass ich viele Materialien gefarmt habe. Durch die BP-Quests, sage ich jetzt mal. Sonst würde jetzt ein bisschen blöd aus der Wäsche gucken, ne? Petzenfahr. Mach halt. Jetzt bin ich mal gespannt. 40. Anstatt 50. I don't know. Wie oft habe ich den jetzt betätigt? 10 Mal? Machen wir noch 5 Mal. Vielleicht können wir uns ja dann wieder aufrüsten. Oh, jetzt sogar noch goldene Sachen. Zuckerstern, Goldkronenkorken. Huh. Die Kronenkorken konnte man, glaube ich, in der Stadt von der Rapperin, die Geisterarena-Leiterin, benutzen. So, mal schauen. Wenn wir in Paldea irgendwo zurückkehren. Kuriogelfeder. 40 BP. Also diese Reduktion ist jetzt auch nicht so krass. Nicht, dass nach einem Hyperball, nächste Upgrade wird wahrscheinlich ein Hyperball, nicht da auch noch Meisterball gibt. Traue ich dem Spiel leider irgendwie zu. Wieder 2 Gold, ne? So, jetzt nur Nuggets. Vielleicht verkauft sie, wenn mir es wund wird mit dem Geld. Brauche noch richtig viel Cash. Der Pepek-Fehler. Soll der Geiz. Haben wir so viele davon. Weil da an der Küste habe ich am meisten gefarmt. Ich habe übrigens auch ein paar Pokémon gefangen. Nicht allzu viele, sollen wir zusammen machen. Ein paar habe ich gefangen. Aber noch weit weg von 200. Das war jetzt Schmutz, oder? Was hier rausgekommen ist. Ja, irgendwie schon. Dank deiner regen Nutzung des Druckers habe ich schon eine Idee, wie ich ihn noch leistungsfähiger machen kann. Ach, guck.
Die Aufrüstung kostet ein bisschen was. 500 BP. Och Mensch, Girl. Hä? Von wegen Hyperball. Was ist denn das für ein komischer Pokéball? Balltombola? Vielleicht gelingt es mir so, ja, rare Pokébälle zu drucken. Mit der Leistungsfähigkeit hat das jetzt zwar nichts zu tun, aber ich habe dem Gerät auch den neuen Hyperball-Look verpasst. Das soll ein Hyperball sein? In Blau? Naja. Drucker aufrüsten. Leute. Was tue ich hier? Nerd. Rokumil-Sahne. Damit geht das relativ schnell, hä? Ja, und wie mache ich jetzt diese Balltombola? Weiß auch niemand, ne? Wie macht man das denn jetzt? Oder kommen jetzt hier auch Bälle raus? Das war witzig. Hab leider keine Ahnung. Nö. Riesenpilz. Wofür braucht man das alles? Hab leider keinen Plan. Ich mach mal so weiter. Sie sagt ja dann wieder, oh, ich habe neue Funktionen, coole Ideen. Also, ich glaube, mit 10 geht es halt am besten und am schnellsten. Ich hätte nicht gedacht, dass hier auch noch so viele BP draufgehen. Ach man, ich hätte noch weiter farmen müssen. Nicht gerade so schön. Wenn ich ehrlich bin. Weil wisst ihr, um die ganzen Arenaleiter einzuladen, braucht man auch noch richtig viele WP. Und man muss alle dreimal einladen, damit ein spezifisches Event getriggert wird. Ja, und so viel WP habe ich halt nicht, ne? Das ist halt schade. Oh, du Glücksblitz, der Doppel-Item-Bonus wurde aktiviert. Okay. Dann machen wir noch eine extra Runde. Das ist komplett RNG. Das ist auch schon wieder doof. Doppelte Items. Doppeltes Glück. Aber dann wird es wahrscheinlich zum Schluss der Meisterball oder so. Das will ja passen. Vom Pokéball zum Superball. Vom Superball zum Hyperball. Dann vom Hyperball zum Meisterball. Jetzt kriegt man alles zweimal. Zweimal Münzamulett. Not bad. Sagt jetzt mal wieder was? Nee. Ist aber blöd. Aufrüsten will ich. Was ist das kacke? Wie oft muss man es denn noch machen? Langsam gehen mir die Materialien aus. Seht, ich habe schon nichts mehr. Ich glaube nicht, wie viel ich gefarmt habe. Krabok-Schale. Langsam geht mir das alles aus. Aber gut, dass nur 30 kostet. Verlieren wir wenigstens nicht so viele Punkte. Das ist doch schon mal was wert. Toppellever. Ist eigentlich ganz cool, ne? Weil Toppellever kann man ja nicht kaufen. Ist die einzige Chance, um an dieses Item zu kommen. Oh. Schon wieder, oder was? Ne, die Balltombola ist jetzt aktiviert. Das ist alles komplett RNG. Das ist so mysteriös, Leute. Das ist so mysteriös. Automatische Auswahl, was passiert denn dann? Mach's einfach. Mich interessieren die Materialien eh nicht. Ich mache ja eh keine TMs und so.
Jetzt kriegen wir alles besondere Bälle oder was? Oh, das ist ja cool. Okay. So kriegt man diese Bälle. Mondball, Sympaball. Aha. Gibt es auch den Bestienball? Für Ultra-Bestien? Das wäre cool. Ich glaube, wir müssen das ganze Thema machen oder so. Damit das vollständig geupgradet ist. So, dass man quasi 100 Items daraus bekommen hat. Das war sowieso meine Vermutung. Kompletter Schmutz, was da jetzt rausgekommen ist. Oh, meine schönen Punkte. Also das mit den, mit diesem Flugminispiel, das funktioniert nicht. Ich habe ja gesagt, mal, mit dem Flugminispiel, die Meisterprüfung gibt nur noch 50 Punkte, wenn man Rekord bricht, also, ja. Edle Teeschale. Guck an. Ich würde es wirklich begrüßen, wenn ihr jetzt sagt, hey, Mensch, willst du es jetzt komplett upgraden? Aber irgendwie passiert das nicht. Ich glaube, ich ändere gleich nochmal den Raum. Wie gesagt, das wollte ich euch auch alles zeigen. Ja, irgendwie passiert das nicht. Ich ändere lieber nochmal den Raum. BP übertragen. Das ist natürlich die Frage, was machen wir? Ich denke, ich werde mich fürs Niedliche oder fürs Prachtvolle entscheiden. Deswegen machen wir die zum Schluss. Ja, das Düstere. Jetzt so richtig wie in so einer antiken Villa oder was. Mit Geist-Pokémon-Anspielung. So stellen wir das vor. Ja. Ein bisschen. Wie bei Umineko Nonako Ni. Hier das Bild vor allem. Bewegen sich die Augen oder ist, bin das nur ich? Ich habe Angst. Der Bildtitel lautet für immer. So süßes Mädchen, das ein Pokémon in den Arm hält. Nee, die Augen bewegen sich nicht. Hat schon Schiss. Danke, dass du den Energieraum so dunkel gestaltet hast. Ich fühle mich hier richtig wohl, weil ich in der Edgelord bin. Oh, voll der coole Schminktisch. Oh, jetzt sehr edgy, ne? So viele Schminkpinsel hab nicht mal ich. Bin ich ehrlich. Und das Parfüm sieht aus wie Hypnotic Poison ein bisschen. Ha. Huh. Bildtitel lautet Madame Morbites. Fühlt sich irgendwie beobachtet. Gehen hier die Augen mit? Hier gehen die Augen mit, wenn man sich bewegt, Leute. Hier ist ein Lichtel einfach so. Ja, wie so eine antike Gruselvilla. Weiß nicht, für so einen AG-Raum voll unpassend. Diverses Geschirr. Als einfach ein Schneckmark. Okay. Okay. Sagt der jetzt auch irgendwas? Lust auf einen Kampf gegen mich, ganz ehrlich, jetzt nicht. Ja, habe ich jetzt echt keinen Bock zu. Bin ich ehrlich. Na gut, komm. Wir machen das jetzt wie folgt. Wir drucken jetzt immer 10 Items und dann wechsle ich wieder in den Raum. Boah, wenn ich das so lange brauchen würde hier für den Part. Da gibt es ja echt mehr zum Freischalten, als ich wirklich vermutet hätte. Boah. Heftig. Und so kommen wir für den Klumbatsch. Nur Müll. Wie ursprünglich vermutet. Tja. Oh.
Dank der regen Nutzung des Logos habe ich eine Idee, wie ich seine Leistungsfähigkeit maximieren kann. Maximieren! Aber erst ändern wir den Raum. Und zwar. Oh Gott, die BP, Leute. Und zwar nehmen wir jetzt das antike Design. Was eher zu Pokémon Karmesin passt, oder? Das ist so alles mit antike, prähistorischen Paradox-Pokémon und so. Ha. Mit so Bücherregal und so. Ist einfach hier bei Professor Layton. Das sieht aus wie von Layton seinem Büro oder so. Ja, weiß nicht. Ist jetzt auch nicht mein Favorite. Das sind verschiedene Pflanzenproben. Oh, eine Schatzkarte. Moment, beim näheren Hinsehen kennt man, dass es sich um eine Karte Terra-Kuppel handelt. Okay. Schatzkarte soll das sein? Das kann ich leider nicht untersuchen. Das Gold ist Fossil für Schilterus. Wenn mich nicht alles täuscht. Weiß ich nicht, ey. Ein paar Pokémon sollen dir gerne Löcher zu bohren. Ja, schmeißt sie mal wieder raus. Unsere AG wird zerbohrt. Kann ja wohl nicht wahr sein. An den Wänden hängen jede Menge Pokémon-Fossilien. Ja, ich hab schon gesagt. Guck an. Ist ganz cool, ne? Wenn so Fossil-Maniac ist. Hier alles durcheinander. Wie gesagt, erinnert an Laytons Büro. Vom Professor Layton, ne? Korbeck, Korbeck. Bücherregal stehen Geschichtsbücher, dicht an dicht. Okay. Fossilien. Relativ langweilig der Raum. Not gonna lie. Ah, würde ich nicht empfehlen. Nicht der schönste Raum. Gucken wir mal, ob das Futuristische irgendwie mehr nach meinem Sinne ist. Klopp, 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 klopp. Mario Maker! It's me, Mario! Mario macht das. Oh, shit! Das sieht aus wie eine Zone 0. Wie in diesen Geheimlaboren von Futuros. Ein handgemachtes Emblem aus Pappe. Sieht erstaunlich authentisch aus. Ja, das sieht jetzt eher aus wie so eine Raumstation. Gefällt mir jetzt auch nicht. Ich glaube, das Cyber Death Spotter ist auch eine schwarz-weiß Anspielung. Rache des Giganten. Rache des Giganten. Godzilla oder was? Dieser Raum ist der Hammer. Die Kunst-OG hat sich mal wieder selbst übertroffen. Ja. Weiß nicht. Zu futuristisch. Auf dem Bildschirm ist ein unheimliches UFO zu sehen. Okay. Dieser Raum passt irgendwie voll zu Metern. Ja. Schon. Hm. Ist das das heimliche UFO, das in diesem Film vorkommt? So sieht der Tisch aus. Naja. I don't know. Komm, rüst mal die Maschine auf. Tausend! Gut. Ist okay. Scheinbar ist es dann aber zum Glück fertig. Er ist der Meisterball geworden. So, damit wäre die Leistungsfähigkeit des Druckers maximiert. Nun können mehrere Items zugleich gedruckt werden. Außerdem können damit jetzt auch Terrorstücke Stella gedruckt werden. Ui. Ah, mit der Leistungsfähigkeit hast du jetzt zwar nichts zu tun, aber ich habe den Gerät einen neuen Meisterball-Look verpasst. Klasse, oder? Vielen lieben Dank, dass du unsere Forschung so tatkräftig unterstützt hast. Also dann, nutze den Drücker auch weiterhin fleißig. Ja. Da mal die Bestätigung. Mehr als das geht nicht. Gut. Nutze ihn ein letztes Mal. Ist trotzdem noch 30. Na gut. Ah gut, haben wir das auch schon maximiert. Wie gesagt, das ist ein 100% Let's Play. Ich möchte das alles euch mal gezeigt haben.
alles maximiert haben. Of course, ne? Kriegen wir hin. Das war jetzt auch nicht so der Burn, oder? Der Meister beibringt kein Glück. Oh nein. Okay, schmeiß mal nochmal was rein. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Nicht, dass es sonst verpufft, wenn ich hier weggehe. Wir brauchen ja auch Bälle für die legendären Pokémon. Es gibt ja ultra viele legendäre Pokémon zu fangen. In dem zweiten DLC. Und wer weiß. Vielleicht kriegen wir hier durch den einen oder anderen Ball. Den wir halt für die gebrauchen werden. Leider kein Timerball, Mondball. Ich weiß gar nicht, was der macht. Er scheint halt sehr selten zu sein. Kriegt man sogar Premierbälle. Das ist interessant. Okay. Abschließend noch die zwei restlichen Designs. Das niedliche Design und das glamouröse. Gucken wir jetzt mal das niedliche. Das ist wahrscheinlich jetzt alles fluffig und pink und girly. Also genau mein Ding eigentlich. Ja, tatsächlich. So habe ich mir das vorgestellt. Schon schön. Bin gespannt, ob das Glamouröse noch besser ist. Weil wenn nicht, ändere ich das wieder zu dem hier. Was sind Geschenkboxen, die sich auch als Sitz eignen? Echt? Bricht das doch nicht kaputt? Plus und Minum stehen da rum. Da liegt ein Buch mit dem Titel Pummelhof im Wunderland. Es erzählt von Pummelhof und sein Abenteuer. Okay. Bisschen Alice im Wunderland. Oh, hier gibt's sogar Macarons und so. Und Tee. Bisschen wie bei Madoka Magica, ne? In der Raum von Mami. Süß. Voll cute. Der Raum sieht ganz schön schick aus. Die Deko wird Tara sicherlich gefallen. Das denke ich auch. Leider muss ich den Raum schon wieder umgestalten. Denn ich will natürlich das Glamouröse auch noch sehen. Ich finde das blöd, dass man immer wieder bezahlen muss, wenn man es schon gekauft hat. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie gut sieht das aus? Wird es mir besser gefallen als niedliche? Oder nicht? Hä, das soll das sein? Ist ja voll scheiße. Das ist ja voll scheiße, das ist das Hässlichste. Hä? Das soll luxuriös sein? Ja, okay, es hat so einen japanischen Kitakami-Flair. Hat auch was, aber spricht mir jetzt eher weniger an. Das war immer so, kippt durch das Gewicht des Wassers herunter und erzeugt so einen Rhythmus. Weiß ich nicht, Leute. Eure Meinung dazu in die Kommentare. Also mir gefällt das überhaupt nicht. I don't know. Gefalteter Wand hier aus dicken Papier. Sowas nennt man wohl auch Paravent. Der Raum funkelt hier richtig. Mauzi ist begeistert. Ja, nee, schnell weg damit. Will ich nicht. Ist doof. Wir nehmen das niedliche Design. Ob das halt Levi gefällt, ist eine andere Frage. Wahrscheinlich nicht. Aber ist mir egal. Ich bin die Leiterin. Ich bin der Champ. Von daher, ja. Deal with it. So lasse ich das jetzt. Ja, das prachtvolle oder prunkvolle, luxuriöse, das sah nicht schön aus. Das ist eine Mischung aus, ja, lass alles golden machen und Kitakami. Nee, du. Brauche ich nicht. Oh Gott. Das ist so girly. Ich glaube, ihr Boys fühlt euch hier nicht so wohl, oder? Naja. Ist mir auch egal, denn ich bin egoistisch ohne Ende. Okay. Das wäre das. Ja, ich würde sagen, hier können wir auch den Part beenden. Beim nächsten Mal. Ich kann da schon mal hingehen. Ich kann da schon mal hingehen. Und zwar sollen wir jetzt zum Eingangsbereich gehen?
Da müsste jetzt jemand stehen, wenn man das Spiel durchgespielt hat und Blaubeerakademie Champ geworden ist. Zwar genau hier. Ja, da steht auch. Da heißt im Englischen Snacksworth und da leitet man das Quest mit den legendären Pokémon ein. Das leiten wir beim nächsten Mal ein. Beim nächsten Mal geht es allerdings zurück nach Paldea in die die Traumakademie. Denn da gibt es noch coole Sidequests mit Team Star. Und ich glaube, wir haben auch das Material für diesen komischen, ich weiß gar nicht mehr, was der für ein Fach unterrichtet hat, diesen einen Lehrer. Da muss man irgendwie ein Raid machen, da hatte ich keinen Bock drauf. Ich glaube, durch den Geheimcode, den ich eingegeben habe, haben wir genau das bekommen, was der haben will. Das werden wir dann auf jeden Fall mal auschecken. Bis dahin, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome, eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!